Zurück bei Lumencraft und wir haben so ein bisschen Probleme an unserer Front. Da wird es langsam so richtig eng. Und wir wollen natürlich nicht, dass ein Durchbruch gelingt. Und deshalb werden wir gleich an die Front zurückkehren und dann auch dort eine große Upgrade-Offensive starten. Wichtig ist dafür, dass wir genügend Materialien mitnehmen. Wir haben jetzt noch so 2 Minuten 50 Sekunden. Dafür können wir, ja, noch ein paar Materialien mitnehmen. Mich schaut ja tatsächlich noch ein Bohrer-Upgrade an, weil wir dann hier durch diese Vorkommen noch schneller kämen. Aber schaut mal hier, hier kriegen wir nochmal so ein Vorkommen. Das ist ja ein Geschenk. Das ist ja ein Geschenk, dass wir hier uns nochmal richtig schön bereichern können. So bei 1 Minute 30 spätestens sollten wir zurückkehren, um dann wirklich die Upgrades zu machen. Aber haben jetzt tatsächlich schon gleich 500 Materialien. Das ist ja wirklich mächtig. Und das können wir gleich alles richtig schön nutzen. Können wir gleich richtig schön nutzen, um groß abzugraden. Ich hatte gerade Angst, dass hier irgendwas passiert, aber die Risse kommen von unserem Bohrer. Scheint so, als wenn unser Bohrer durch die Macht, die er hat, durch die Upgrades, tatsächlich auch andere Spuren in der Umwelt hinterlässt. Das finde ich ziemlich cool. Also diese ganzen Risse, ich glaube, dass das in der Dominanz vorher nicht der Fall war. Aber das ist schon cool. Das bringt schon richtig viel Spaß, sich hier durchzubohren. Frag mich nur, warum es hier keine Minen gibt. Oder wir keine gefunden haben, besser gesagt. Das reicht. Wir müssen jetzt unbedingt zurück. Haben hier aber wirklich eine Goldmine gefunden. Im Berg. Gut, dass wir hier reingebohrt sind. Naja, vielleicht hätte es an anderen Stellen auch ähnlich gute Sachen gegeben. Also, wir gehen natürlich jetzt einmal hier rauf. Heilen uns. Gehen hier runter und heilen oder reparieren hier das Haupttor. Können wir hier auch noch was heilen? Ja, ein bisschen zumindest. Wunderbar. Graden dich ab auf die nächste Stufe. Graden dich ab auf die nächste Stufe. Und graden auch dich ab auf die nächste Stufe. Piercing Damage sicherlich immer gut. Bauen jetzt hier nochmal Maschinengewehrtürme deutlich näher in die Mitte, dass die noch mehr Reichweite haben. Die werden jetzt auch nochmal abgegradet. Wir schaffen es nicht ganz bis zur, ja, bis zu Beginn. Aber eigentlich sieht das ganz gut aus. Und die sind jetzt auch Max-Level schon. Also weiter können wir sie nicht upgraden. Oder es geht gerade nicht, weil die Welle ist. Aber ich glaube nicht. Wir schauen uns jetzt mal diese Welle an. Das hatten wir eigentlich auch schon gesagt und versprochen. Und da schauen wir mal, was hier jetzt so alles kommt. Also diese Würmer kommen auf jeden Fall. Das sind 116 Feinde. Da sind natürlich die Maschinengewehre sehr, sehr wichtig für diese Massen an Feinden, aber ich glaube, dass die Scharfschützentürme auch sehr, sehr wichtig werden. Spätestens, wenn größere, mächtigere Gegner kommen. Ja, und das sieht eigentlich noch alles ganz gut und machbar aus. Auf der anderen Seite, ja, wir machen hier erstmal, ja, wir brauchen noch ein paar Repair Guns. Auf der anderen Seite könnte es auch besser laufen, sagen wir mal so. Wir werden das hier auch nochmal upgraden. Einmal, zweimal und das war's. Das ist tatsächlich alles, was wir hier upgraden können an den Türmen. Und ich glaube, ein paar Scharfschützentürme können auf jeden Fall nicht schaden. Und vielleicht auch noch eine doppelte Mauer. Wir haben gerade nicht genügend Ressourcen für eine doppelte Mauer, glaube ich. Ne, hier liegt nicht genug rum. Also wir machen das hier nochmal zu. Und vielleicht ist das unser nächstes Ziel, dass wir eine doppelte Mauer uns erarbeiten. Wie gesagt, den Bohrer nochmal upgraden wäre auch eine Sache.
Aber eine zweite Mauer wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Gehen hier nochmal hoch. Da, wo wir auf jeden Fall schnell uns durchfräsen können. Holen hier ganz viele Materialien. Das kostet so eine doppelte Mauer um die... ja, um die 300 wahrscheinlich. Also pro Modul 100 Materialien, schätze ich mal. Kann gut sein, ja. Nur fürs Protokoll, kommen wir hier durch? Nein. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt hier an dieses Material. Und da kommen wir halt viel zu langsam durch. Deswegen, dieser Bohrer, diese Bohrererweiterung würde sich wirklich lohnen, sich da durchzufräsen. Hm. Und hier haben wir nochmal so ein Vorkommen. Und das nehmen wir natürlich mit, weil wir da super schnell durchkommen und für sehr wenig Aufwand sehr viel Ertrag rausbekommen. Sehr, sehr schön. Ja, das hätte man auch einfach random finden können, wenn man sich reinbohrt. Also manchmal bringt wahrscheinlich reinbohren schon was, wenn man aber die Map nicht kennt. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich irgendwie bei der gegnerischen Welle rausbohrt. Und dann wiederum hat man schon größere Probleme. Und hier könnten wir eigentlich auch einen Zugang machen. Ich meine, die Gegner kommen ja eh hier durch diese Zugänge. Graden hier noch einmal den Bohrer ab. Weil wir brauchen ja jetzt hier dieses Gestein. Und hier ist das Upgrade jetzt durchgekommen und jetzt flügen wir hier deutlich schneller durch. Und schaut euch mal an, wie sich der Bohrer auch entwickelt hat. Die Animation ist jetzt ganz anders. Und wie sich unten diese Gesteinsbrocken wegbewegen. Also nicht nur die, die weggeschleudert werden, sondern auch die, die wir wegschieben. Schaut mal unten rechts von unserem Charakter. Das ist cool. Das ist richtig cool gemacht. Aber bringt diese Gesteinsart mehr? Ich glaube gar nicht mehr, sondern es ist einfach nur schwieriger, das abzuarbeiten. Aber die Animation ist schon schick. Die Animation ist wirklich schick. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir brauchen es aber auch. Wenn wir jetzt... ja, gehen wir mit 300 hoch oder mit 400? Wir haben halt nicht mehr so viel Zeit und das muss gleich gut geplant sein. Wir sollten ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, das Planen. Weil es ein bisschen hakelig ist, die Mauern zu bauen. Ich gehe mal mit 400 Materialien gleich zurück. Für den Fall der Fälle. Ja, 400 haben wir. Gehen jetzt sofort zurück und versuchen eine doppelte Mauer zu bauen. Ja, wenn die Mauer durchbrechen, wäre das natürlich sehr, sehr ärgerlich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir dann halt wirklich noch eine zweite Schlachtreihe. Können wir das von hier hinten vielleicht sogar bauen? Ja, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Problem... ja, da können wir das einmal bauen. Und wie sieht's hier aus? Hm, ja, so könnten wir das machen. Allgemein müssen wir hier auch dicht machen. Die kommen ja hier eh bald durch, die Feindestypen. Aber wir können das hier einmal so bauen. Dann haben wir nochmal so eine vorgelagerte Wand. Und hier. Hier machen wir das mal anders. Dann machen wir das einmal so. Und dann einmal so entsprechend.
Aber eigentlich müssten wir hier sowieso nochmal interne Mauer ziehen. Eigentlich ist das ja hier alles gefährdet. Eigentlich müsste das Ganze hier abgeriegelt werden und wir brauchen dann ja auch Türme dort. Oh je. Das sieht gar nicht gut aus. Wie weit ist denn die Reichweite von euch? Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das ist in Ordnung. Aber wir können mal ein paar mehr Scharfschützentürme bauen. Ich glaube, das ist allgemein eine gute Idee. Da noch einen hin. Und da noch einen hin. Und wir reparieren mal simultan. Hier vorne. Ja. Da ist tatsächlich das erste Tor down und deshalb ist es sehr, sehr gut, dass wir hier tatsächlich eine zweite Linie geschaffen haben. Wir reparieren simultan. Das kriegen wir hin. Aber eine große Herausforderung. Wir lassen aber richtig viel fallen. Nein, nein. Aufgrund, dass sie das Tor durchdrungen haben, haben sie so viel fallen lassen. Weil wir jetzt die Materialien für das Tor wieder kriegen. Aber es wird heftiger. Es wird immer und immer heftiger. Umso besser, dass wir jetzt noch mehr Türme, noch mehr Scharfschützentürme gebaut haben. Wir machen das hier auch mal wieder heile. Wunderbar. Holen wir hier einmal alle Materialien dazu. Zack, 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 zack. Ja, das hat geklappt. Und bauen hier nochmal unser Tor. So. Und die neuen Scharfschützentürme, die bekommen natürlich auch die ersten Upgrades. Für die anderen haben wir gerade nicht genügend Materialien. Okay. Wir machen unsere Lieblingsaktion und drillen. Wir könnten hier aber tatsächlich mittlerweile wirklich nochmal upgraden. Aber ich brauche gerade ein anderes Upgrade. Das bringt uns für den Moment nichts. Ich werde das einmal resetten hier. Was haben wir jetzt? Mehr Lumen. Mehr Zeit zwischen den Erdbeben. Das ist, glaube ich, mächtig. Und unsere Gebäude reparieren sich von alleine. Das machen wir einmal. Ja. Das wird wichtig sein. Dann brauchen wir nach den nach den Wellen brauchen wir dann nicht immer reparieren, sondern dann reparieren die sich von alleine. Mehr Zeit zwischen den Erdbeben ist auch mächtig. Das sollten wir auch tun. Ja. Also ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ganz viel Lumen da oben. Brauchen wir gerade nicht so dringend wie die Materialien, deswegen ignoriere ich das mal kurz. Ja, das sollten wir gleich machen. Mehr Zeit zwischen den Erdbeben. Und unsere Quest ist übrigens gerade, dass wir das Monster, den Troll, töten. Und dafür könnten wir unsere Pistole upgraden. Auch Dinge, die wir tun könnten. Ja, viele Dinge, die wir tun und upgraden können und müssen. Aber der erste Weg ist jetzt, glaube ich, erstmal die Basis zu sichern. Und vielleicht auch den Bohrer auf die letzte Stufe zu bringen. Damit wir wirklich überall durch können. Und auch durch diese Vorkommen hier schneller durchkommen. Und somit dann noch schneller sind im Farmen von Materialien. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer diese letzte Stufe ist. Aber ich denke mal, wenn wir das hier abgearbeitet haben, können wir tatsächlich schon die letzte Bohrerstufe holen. Das wäre sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig auch. Und die Forschung ist abgeschlossen, da werden wir gleich die erweiterte Zeit nehmen. Sehr, sehr starke Forschung, würde ich sagen. Also, da haben wir uns ja auch noch nicht viel mit beschäftigt. Ich glaube, dass man sich durch die Forschung wirklich viele Vorteile rausholen kann. Das wird sehr wichtig sein.
Also wir holen jetzt hier nochmal die letzten Materialien, haben dadurch 360 Materialien. Und das wird uns gleich gut helfen. Sind ja fast schneller, wenn wir uns hier durchbohren. Und was ist hier der nächste, die nächste Stufe? 400. Ja, okay. Nicht schlimm, weil wir wollten ja hier sowieso einmal... ein Maschinengewehr. Das machen wir danach. Erstmal hier Erdbebenzeit. Erstmal die Erdbebenzeit erhöhen. Wir werden jetzt natürlich noch die Materialien sammeln für die nächste Bohrerstufe. Hier ist Lava. Da sollten wir nicht hin. Hier ist auch schon alles wieder abgemeint. Alles weg. Ja, dann gehen wir hier mal durchs Lumen durch. Könnte sein, dass wir dadurch dann was Neues finden. Ist nicht der Fall, aber wir sammeln das so schnell ein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sehr schön. Aber... ja, müssen ein bisschen aufpassen. Wir brauchen unbedingt neuere Materialien. Gibt es hier unten noch was? Also hier gibt es auf jeden Fall Lumen. Bohren uns hier einfach mal durch. Durch diese Lumenader und schauen, ob wir noch irgendwas finden. Richtung Metall. Und hier sind wir rausgestoßen. Ich habe das gerade gar nicht erkannt. Ach so, da sind wir hier, wo wir schon waren. Okay, alles gut. Ich hatte gerade Angst, dass wir irgendwas Falsches geöffnet haben. Ich hatte wirklich Angst. Aber alles gut. Hier ist Lava. Das sollten wir nicht öffnen. Aber hier haben wir wieder Ressourcen. Hier kommen wir doch wieder gut durch. Sehr schön. Das sieht so cool aus, wie hier jetzt die ganzen Materialien durch die Gegend gewirbelt werden. Und wir haben 240 Feinde. Eigentlich schreit es doch danach, dass wir dahin gehen und ja, auf der einen Seite schauen, auf der anderen Seite vielleicht auch helfen müssen. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Bohrer upgraden. Und wir müssen aber auch oben mal schauen, ob da alles gut ist. Wir haben noch Repair Kit einmal. Wir werden hier noch eins anfordern. Und das Haupttor fällt. Das Haupttor fällt. Okay, 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 okay. Jetzt wird's ernst. Die gehen natürlich sofort hier auf den Kern. Die gehen sofort auf den Kern. Die halten mehr aus, also die werden auch stärker. Aber das sind nicht so viele. Das geht tatsächlich. Okay, also wir müssen die Hauptlinien noch stärker ausbauen. Okay, 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 okay. Sonst ist hier nicht viel passiert. Das ist tatsächlich nur dieser eine Durchbruch. Der Rest ist in Ordnung. Der Rest ist wirklich in Ordnung. Okay. Sammeln einmal alle Materialien ein, die wir hier haben. Und unsere Türme stehen. Unsere Türme stehen soweit. Wir können auch sagen, dass wir diese Wände bauen. Die können wir auch upgraden. Machen wir das denn nicht? Wir können sagen, hier... das ist natürlich teuer. Ja. Gucken wir mal. Wir werden gleich mal die unterste Reihe upgraden. Gucken mal, ob das was bringt. Also, wir haben hier einmal diese Wand und wir haben die Repair Gun. Ich soll hier nochmal schnell rangehen. Auch hier nochmal rangehen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar.
Und so die vorderste Linie ist eigentlich die wichtigere, oder? Schwierige Entscheidung. Nein, wir machen nur die hintere. Und werden die jetzt gleich noch upgraden. Brauchen dafür aber noch Materialien. Das heißt, wir werden nochmal kurz Minen gehen, aber das müssen wir gleich tatsächlich in die Basisverteidigung wieder stecken. Ich schmeiß mal den Bohrer an, damit wir schneller uns hier durchfräsen können. Das ist tatsächlich jetzt die letzte Stufe Bohrer. Das heißt, wir sollten jetzt überall durchkommen und überall auch vor allem schnell durchkommen. Ich glaube, dass das die richtige Entscheidung ist. Hier haben wir viele Materialien. Ja, sehr viele Materialien an dieser Stelle. Und ja, brauchen wir auch. Die brauchen wir unbedingt. Wir müssen hier unbedingt zu mehr Metall kommen. Unsere Verteidigung ausbauen und natürlich dann auch selber uns ausbauen. Beispielsweise durch das Maschinengewehr. Meint ihr, das können wir schon kaufen? Ich will jetzt erstmal ein bisschen farmen, bevor ich wieder zurückgehe. Weil der Weg wird ja auch immer länger. Wie schnell kommen wir jetzt hier durch? Ja, es dauert auch bei der stärksten Stufe noch ein bisschen. Ob das mehr Materialien bringt, weiß ich nicht. Das kann ich gerade sehr schlecht einschätzen. Ich würde fast behaupten, das geht ungefähr gleich schnell mit den Materialien. Aber ich kann mich da auch täuschen. Kann auch schneller gehen. Es kann auch schneller gehen. Wir könnten auch mal sparen für so eine Lumenfarm, aber Lumen ist bis jetzt tatsächlich kein Problem gewesen für uns. Bis jetzt zumindest. Super viel Lumen wieder. Das einfach so rumliegt. Also 500 Materialien haben wir jetzt gerade dabei. Sehr, sehr schön. Können gleich eh nicht mehr viel mehr mitnehmen. 600 ist die Grenze, die wir gerade haben. Kann auch gleich unser Rucksack nochmal upgraden. Blumen haben wir ja. Gehen nochmal hier rein und nehmen ein bisschen Blumen mit. Okay. Gehen jetzt sofort wieder zurück. Ist ein langer Weg. Hier niemals ran, bitte. Und müssen jetzt ein paar Sachen erledigen. 2 Minuten Zeit noch. Also, was ich erledigen will, ist einerseits das zweimal erhöhen. Dann will ich hier die Zeit erhöhen. Und danach gehen wir auf das Maschinengewehr. Brauchen so oder so, aber jetzt schon mal Munition. Da nehmen wir mal ein bisschen was mit. Repair Kit, auch wichtig. Und brauchen hier oben jetzt die Verbesserung der Mauer. 2-mal. Können wir die noch einmal upgraden? Nein, das ist sogar das maximale Upgrade. Und dadurch ist das sogar feuerresistent. Das heißt, hier oben können die sich durchbeißen ohne Probleme. Ja. Aber dann sind wir halt da. Und das können wir ja reparieren. Ich glaube, das sollte erstmal reichen und aushalten. Wie weit bist du hier? Fast fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich in die nächste Forschung rein. Und dann unser Maschinengewehr bauen. Und dann sind wir sicherlich auch stärker gegenüber dem Troll. Was ist das hier? Regeneration. Ja, auch interessant. Also gute Forschung, die uns hier vorgeschlagen werden. Und hier unten könnten wir sogar noch sagen, dass wir mehr Schaden machen. Können wir nicht. 100 würde es kosten. Okay. Wir werden uns das jetzt hier einmal anschauen, damit wir einen Eindruck haben,
wie gut wir hier stehen und damit wir natürlich auch hier selber entsprechend reparieren können, falls es einen Durchbruch gibt. Und es ist auch egal, wo wir hinschießen, weil wir treffen auf jeden Fall. Und das sind eine ganze, ganze Menge Spinnen. Und mit der Pistole kommen wir tatsächlich auch nicht so weit. Oh Mann. Oh Mann, ist das gefährlich. Wir werden mal unsere Repair Gun auspacken und schauen, ob wir hier reparieren können. Können wir. Und wir kommen auch gegen an, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also das könnte unsere nächste Hauptaufgabe sein, bei den nächsten Schlachten einfach mit der Repair Gun hier stehen. Und die Gegnerwellen aufhalten. Wir müssen hier auf jeden Fall auch mal absichern, hier zu machen. Auf der anderen Seite wird es halt schwierig, weil hier alles nur dieses Gestein ist. Aber ja, was sollen wir machen? Also hier mit der Repair Gun nochmal rüber. Hat gut funktioniert. Sehr schön. Und die können wir auch nochmal upgraden. Okay, also es gibt noch eine Menge zu tun und noch eine Menge zu upgraden. Wir werden jetzt hier unsere Selbstheilung auswählen. Können wir nicht. Uns fehlt genau ein Lumenkristall. Und wo können wir jetzt das Maschinengewehr craften? Ich hätte gedacht, bei dem Pistolenworkshop. Nee, es gibt einen Workshop für Maschinengewehre. Dann, das heißt, wir werden die Pistolen eh nicht upgraden, sondern gehen dann auf das Maschinengewehr. Und das bedeutet, wir brauchen wieder richtig viele Materialien. Enemies remaining. Ein Feind ist noch da. Warum auch immer. Und jetzt gehen wir hier nochmal richtig schön durch. Also, einmal hier. Ja, Lumen brauchen wir tatsächlich auch gerade. Das heißt, wir können hier auch einmal durchgehen. Schön Lumen mitnehmen, schön Materialien mitnehmen. Wir haben jetzt auch mehr Zeit zwischen den Wellen. Ich glaube, das ist eine richtig mächtige Erweiterung. Einfach mal mehr Zeit bekommen zwischen den Wellen. Ja, Lumen brauchen wir auch. Einfach alles mitnehmen, was wir hier finden. Es leuchtet so schön. Wirklich schön designt. Ganz, ganz tolle Grafik bei Lumencraft. Gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut gefällt mir das. Aber unser Hauptauftrag ist ja den Troll besiegen. Und um diesen Auftrag haben wir uns jetzt lange nicht gekümmert, weil wir natürlich dafür sorgen wollten, dass wir nicht Game Over gehen. Mir gefallen auch hier die Lichteffekte sehr beim Spiel. Kommen wir auch hier durch? Nee, obwohl wir die höchste Stufe haben beim Bohrer, kommen wir da nicht durch. Bedeutet, das ist sozusagen die natürliche Grenze, da wo es nicht weitergeht. Aber hier kommen wir durch, okay. Wo ging es denn hier hin? Einfach mal ganz vorsichtig gefragt. Zu noch mehr Vorkommen. Okay. Nehme ich mal für den Moment mit. Habe ich natürlich nichts gegen. Denn wir brauchen es. Brauchen es für... ja, fürs Maschinengewehr. Das wollen wir gleich ordentlich upgraden. Dann brauchen wir die Pistole, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich glaube, das Maschinengewehr wird deutlich mächtiger sein. Vor allem, wenn es gut upgraded wird. Wir kommen hier gut durch. Ja, gefällt mir sehr gut. Und wir haben eine Technologie erforscht. Das müsste dann... was war das, was wir erforscht haben? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, für die Selbstregeneration hatten wir keine Punkte mehr. Vielleicht ist das auch ein Bug gewesen gerade. Weil ich glaube, wir haben nichts mehr eingestellt zum Forschen. Aber ist auch nicht so wichtig, wir sehen das ja gleich. Und wir
fräsen uns hier richtig schön durch. Das bringt so viel Spaß. Das ist so cool. Einfach hier durchzugehen. Aber ich weiß auch nicht ganz so richtig, wo wir gerade sind. Also wir sind ja wirklich tief im Berg. Hier sind wir. Haben quasi hier eine Verbindung geschaffen. Ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, die Ader ist groß. Groß und weit. Und wir können uns hier wirklich einfach durcharbeiten. Ja, da hingen wir gerade ganz kurz, aber Inventar ist auch schon wieder voll. Also ganz schnell zurück und die To-Dos abhaken, die wir so haben. Also wir gehen hier einmal durch. Wunderbar. Und schauen hier oben einmal bei der Forschung. Ja, Rucksackplätze. Wie teuer ist das? 50 und 55 machen wir einmal. Was ist das? Magnet? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Schneller erforschen. Verdoppelt die HP von allen Toren. Wir haben gerade kein Tor. Aber wir könnten ja hier nochmal eine zweite Linie hinziehen. Und was ich sowieso nochmal machen wollte, hier. Können wir hier noch was bauen? Ja, ich brauche, glaube ich, dafür nochmal hier sowas. Würde ich auf der anderen Seite auch gerne einmal machen. Dass wir da ein bisschen mehr auf der sicheren Seite sind. So ganz dagegen schützen können wir uns nicht, weil die obere Front einfach zu breit ist, aber dass wir so ein bisschen drauf achten können. Und Repair haben wir noch, Munition haben wir auch noch. Was wir nicht haben, ist Workshop für Maschinengewehr. Den bauen wir hier hin. Und die können wir auch nochmal upgraden hier. Was wir auch machen können, also wir können erstmal das jetzt hier hinbauen. Also richtig können wir es hier nicht hinbauen. Ja, so halbwegs. Da nochmal anwinkeln. Finde ich gar nicht so unwichtig. Und hier auch, falls die halt irgendwie Lust haben, hier durch den Berg durchzugehen. Dass wir da ein bisschen sicherer sind. Zumindest ein bisschen. Auch hier nochmal anwinkeln. Wir haben hier nicht den... Wir wollen hier nicht unbedingt, dass das das Stabilste ist und am längsten hält, aber falls sie halt durch den Berg gehen, und hier sehen wir das auch, dass sie das so langsam versuchen, dass die hier nochmal eine natürliche Mauer haben. Hier hinten ist ein ganz guter Durchbruch. Da werden wir mal mit der Repair Gun ein bisschen gegenhalten. Aber das hält gerade ganz gut, muss ich sagen. Wir könnten hier hinter auch nochmal eine Mauer bauen. Dass, falls ein Durchbruch ist, die hier eingesperrt sind, dann könnten wir noch einmal hier eine Linie bauen. Könnte man auch machen. Aber im Großen und Ganzen sieht das hier doch sehr stabil aus. Wunderbar. Wir brauchen uns hier nicht. Und was wir brauchen ist diese Meshing Gun. Und dann will ich aber auch die Pistole erstmal nicht haben. Die brauchen wir dann auch erstmal nicht. Und werfen die einmal weg. Dann haben wir mehr Platz. Und ist das andere Munition? Ja, nein. Ist dieselbe, oder? Wir gucken mal, ob wir mit der Meshing Gun schießen können, ohne die Munition aufzuheben. Steuerung binden. Ja, wir können schießen. Und wie teuer ist das Upgrade? 25. Zweimal können wir das upgraden. Die Feuerrate, okay.
Und dann werden wir das mal beim Troll ausprobieren, wie stark wir dann damit sind. Brauchen natürlich noch mehr Materialien. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie viele Materialien wir brauchen. Das wird jetzt wirklich alles sehr, sehr hungrig. Materialienhungrig. Also zumal, wenn wir hier noch eine zweite Reihe aufbauen wollen mit Türmen. Und mit noch einer Mauer. Das wird natürlich sehr, sehr teuer werden. Klar. Aber... ja, es wird sich auch lohnen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir unserer Quest nachkommen und den Troll mal aus dem Leben schießen. Ja, vielleicht können sich da auch Granaten oder so anbieten gegen den Troll. Wir haben ja auch die Möglichkeit, Explosives zu bauen. Ja. Wäre eine Überlegung, aber es könnte natürlich auch sein, dass der Berg dann dort weggeballert wird und er dann den Durchbruch schafft. Dann haben wir gar keine Chance, wenn wir es nicht schaffen, ihn vom Kern fernzuhalten. Wenn wir ihn locken könnten zu unseren Türmen, denke, dann schaffen wir das. Aber die Sache ist halt, wenn wir das schaffen. Wir laufen ja immer gerne zum Kern durch, haben wir gesehen. Oder gelernt. Gesehen und gelernt. Deshalb, ja, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Was nicht schwierig ist, ist hier durchzukommen. Das geht so butterweich mittlerweile. Das ist sehr, sehr schön. Schade, dass wir noch keine Mine gefunden haben. Vielleicht gibt es das auch gar nicht in diesem Modus. In diesem Sandbox. Das kann natürlich auch sein. Aber das wäre natürlich schon eine schöne Sache, wenn wir hier ein bisschen Automatismus hätten. Innerhalb dieser sehr grindlastigen Sessions, wo wir uns hier durchfräsen. Ich finde das cool, mir gefällt das gut. Ist ja auch ein Hauptteil des Spiels. Und gerade wenn man hier so den Bohrer upgradet, hat das wirklich ein sehr befriedigendes Gefühl. Aber es ist nur so eine Überlegung. Gibt es das hier überhaupt? Gibt es hier Minen in diesem Level? Weiß es nicht. Sind jetzt gleich bei 600 Mineralien schon. Oder Materialien, besser gesagt. Sehr, sehr gut. Gehen hier ein bisschen weiter durch. Schön an den Rändern entlang, damit wir nichts verpassen, nichts vergessen. Und wenn wir alles haben, gehen wir zurück. Und dann gibt es erstmal eine Vollaufwertung des Maschinengewehrs. Und schauen wir mal, ob wir den Troll legen können. Oder, ja, die Verteidigungslinie weiter ausbauen, ginge auch. Aber der Troll ist mir gerade wichtiger, weil ich glaube, gerade ein ganz gutes Gefühl zu haben, dass wir die Verteidigungslinie gerade ganz gut unter Kontrolle haben. Noch. Wir schlagen uns auf jeden Fall deutlich besser als in einem anderen Spielstand, aber das war auch noch alles neu. Wir wussten nicht so richtig, was wir tun und wo wir rein investieren müssen. Jetzt können wir mit den Erfahrungen von Spielstand Nummer 1 natürlich eine Menge mitnehmen, haben aus Fehlern gelernt, haben Fehler nicht wiederholt, vor allem, das ist sehr, sehr wichtig gewesen, und kommen gerade ganz gut zurecht, würde ich sagen. Aber auch das wird von begrenzter Dauer sein, deswegen wird es ja so wichtig sein, dass wir unsere Quest erfüllen. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht und wie das ausgehen wird. Schauen wir mal. Also wir fräsen uns weiter und weiter und weiter durch. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Haben jetzt 1000 Materialien in der Tasche. Das sollte doch reichen, um erstmal dort ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Sollten 1000 Materialien eigentlich ganz gut sein und ganz gut reichen. Schauen gleich mal. Okay. Wir gehen wieder hoch. Nutzen wir mal eine Abkürzung. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und gehen hier natürlich in die Erweiterung. Und holen nochmal ein bisschen Munition. Können wir hier oben noch was ändern? Ja, wir können unser Leben erhöhen.
Ja, wir hätten hier einen Raketenwerfer. Und was ist das hier? Unsere Türme können noch weiter upgradet werden. Das brauchen wir sogar. Das wird wichtig sein. Hier ist alles gut bei euch, richtig? Ja. Hier können wir das noch einmal upgraden. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal unten beim Troll nach, was der so zu melden hat. Beziehungsweise wie resistent er ist gegen unser Maschinengewehr. Wir machen einfach null Schaden an ihm. Sehe ich das richtig? Machen wir gar keinen Schaden an ihm. Ja, das ist ja jetzt enttäuschend. Dann werden wir hier Granaten machen. Klar. Dann werden Granaten ein Thema sein. Und hier ist ein Troll zusammengebrochen. Und wir holen mal die Repair Gun raus, würde ich sagen. Und helfen hier mal ein bisschen. Wahnsinn. Ja. Also problematisch wird es hier schon. Der Troll hat hier dieses Gebäude zerstört, was hier hinterlag. Das ist nicht so schlimm. Aber hier sehen wir auch, dass tatsächlich die Wand hier schon abgerissen wurde. Also die Wände werden immer weiter kaputt gemacht. Da müssen wir wirklich aufpassen. Da müssen wir wirklich, wirklich aufpassen. Gut, das haben wir gemacht. Wie sieht es um die Forschung aus? Die wurde erforscht. Perfekt. Was haben wir jetzt hier? Der Reaktor bekommt mehr Lebenspunkte. Wir haben gerade eh kein Lumen dafür. Aber wir können jetzt unsere Türme noch weit upgraden. Das kostet 100. Das hat richtig, richtig viel gekostet gerade. Wir machen das mal nur bei den vorderen Türmen. Damit wir jetzt noch ein bisschen Materialien dabei haben. Aber das wird natürlich jetzt wahrscheinlich großen Unterschied machen. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt für einen Unterschied macht. ...39 Schaden. Problematisch ist natürlich, dass jetzt hier auch die Schneise tangiert wird. Der hat halt kaum Schaden genommen. Oder er nimmt halt kaum Schaden. Das ist echt ein Problem. Der nimmt halt kaum Schaden. Was machen wir gegen den? Wir könnten Minen legen. Aber ob die mehr Schaden machen? Napalm. Ja, vielleicht ist er anfällig gegen Napalm. Oder für Napalm. Kann sein. Wir werden das mal ausprobieren. Ich hoffe nur, dass wir hier nicht den Durchgang zerstören. Also, ich leg mal hier eine schöne Spur. Eine ganz, ganz schöne Spur hier hinlegen. Wunderbar. So. Schön. Schön alles mit Napalm voll machen. Ist die Frage, wie wir das anzünden. Vielleicht mit unserer Flare? Will mich erstmal in Sicherheit wiegen. Ich komme hier gerade nicht durch, okay. Und oder wir legen mal hier eine Mine hin. Und da brennt es. Aber wirklich viel Schaden gemacht hat das nicht. Aber wir dürfen ja nicht das Loch größer machen, das ist ganz, ganz gefährlich. Aber wir machen halt wirklich gar keinen Schaden an ihm. Das ist halt echt bitter.
Ja, wir könnten natürlich ganz viele Minen legen und ihn dann durchlocken. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich weiß halt gerade nicht, was wir sonst gegen ihn machen. Wir kennen ihn ja nicht. Dynamite. Ja, einmal produzieren, warum nicht? Nur noch ganz viele Minen. Einfach mal ausprobieren. Was ist hier los? Warum schießt ihr? Ich glaube, alles gut. Gut. Wir werden das ausprobieren. Nein! Oh mein Gott. Das ist das, was ich gesagt hatte. Das ist das große Problem. Dass er durchkommt. Aber wir haben gut Schaden gemacht. Er hat sehr gut Schaden genommen. Und er geht auf uns und nicht auf den Kern. Das ist schon mal wichtig. Wir haben hier nochmal Minen. Können wir ihn anlocken? Hallo, mein Kleiner. Komm mal hierher. Vielleicht, wenn er das zerstört hat. Wir schauen mal. Nein, er will nicht. Okay, ganz, ganz großes Problem gerade. Vielleicht habe ich uns gerade Game Over gemacht. Ich weiß es nicht. Also, Dynamit einmal hier hin. Macht ihm auch nur 10 Schaden. Sehe ich das richtig? Ja, macht ihm nur 10 Schaden. Ich glaube, da waren die Granaten besser. Auf jeden Fall waren die Minen besser. Wir haben halt keine Munition mehr. Also das macht am meisten Schaden tatsächlich. Und er geht auf uns jetzt. Sehr gut. Er ist fast tot. Können wir ihn vielleicht zu den Türmen hochlocken? Dann ist er gleich tot. Wir haben ihn gleich. Was ist, wenn wir mit ihm mit dem Bohrer anbohren? Ja, machen wir Schaden. Wir haben gerade keine Was soll ich machen? Riesenproblem. Ganz, ganz großes Problem. Dass auch das Maschinengewehr gar keinen Schaden macht. Voll aufgewertet. Komm mal mit hier hoch, bitte. Ich muss mich eh einmal heilen. Ah. Welch Ruhe. Wir haben kein Problem gerade. Sind ungestört. Ja, und jetzt kommt auch noch die Welle. Wunderbar. Ah, wir können ja jetzt mit den eingesammelten Rohstoffen wieder Minen herstellen. Ja, zumindest ein paar. Darf ich einmal an die Minen ran? Wunderbar. Ja, da haben wir ihn down. Da haben wir ihn down. Wow, das war stressig und schwierig. Wir haben es geschafft. Was ist kaputt gegangen? Der Schredder, das ist nicht so schlimm. Aber hier oben... waren zwei von denen. Hier oben ist einiges kaputt gegangen. Okay. Wahnsinn. Also, das Spiel fordert uns jetzt schon ein bisschen heraus, würde ich mal behaupten. Also 54 haben wir hier noch. Können wir hier noch irgendwas reparieren? Sieht so brüchig aus, aber wir scheinen ihn nicht weiter reparieren zu können. Und wir haben, glaube ich, einen Turm verloren. Kann das sein? Ich glaube, wir haben hier einen Turm verloren. Stellen hier nochmal welche hin. Okay. Oh, Map completed. Exit at any time to get score summary.
Das war sozusagen der Endboss. Das war das Letzte. Wir könnten jetzt natürlich noch weiter grinden, aber ich hätte Angst, dass wir es nicht hinbekommen. Ich fände es eher spannend zu sehen, wie so ein Ende mal aussieht. Lass uns mal das Ende anschauen. Südwesten hieß es doch, oder? Wir haben die Map completed. Wie cool! Klar, wir können jetzt tatsächlich noch weiter upgraden, noch weitere Sachen bauen und so weiter, auch den Score vorantreiben. Aber dann wird es am Ende dann doch noch so ausgehen, dass wir, ja, dass wir sterben. Und ich fände es gerade wirklich spannend, mal zu sehen, wie so ein Ende aussieht. Was passiert dann? Kann natürlich auch unspektakulär sein. Aber wie weit man hier noch gehen kann, wie viel Materialien man hier noch farmen könnte. Wahnsinn. Der Südwesten. Hier ist sozusagen die Map-Grenze. Ich weiß halt jetzt nicht, wo genau wir hin müssen. Oder gibt es eine Karte? Gibt es eine Karte hier? Also es gibt eine Karte, aber Map completed. Exit at any time to get score. Oh, wir können hier Finish sagen. Ach, so geht das. Wartet. Ich speichere das einmal. Das war das, was wir gestern gespielt hatten. Oh, vorgestern gespielt hatten, so. Und jetzt sage ich mal Finish. Victory! Wir haben die schwerere Sandbox-Map besiegt. Wir haben gebraucht 1,5 Stunden, haben sehr viele Feinde getötet, vor allem auch große Feinde. Vor allem auch einen Boss. Wahnsinn. Und wie viele Feinde sind es geworden? Sind wir auf 1000 gekommen? Sind wir vierstellig geworden? Ich bin gespannt. Wenn da jetzt 999 steht, nein, wir haben es geschafft. Doch wie weit geht das noch? Wie weit geht dieser Score noch hoch? Blast from the past. Wie weit geht es hoch? Wir ziehen das hier durch. Wir schauen uns das bis zum Ende an. Wir schauen uns das bis zum Ende an. 1800 Gegner sind wir schon. 1788 Gegner getötet. Wahnsinn. Richtig stark. Ja, Lumen haben wir nicht so viel gesammelt wie Metal. Bei Metal sind wir bestimmt bei 3000, würde ich jetzt mal schätzen. Sehr viele Punkte auf jeden Fall abgestaubt. Kommen wahrscheinlich so auf 25.000 Punkte plus den Bonus, dann kommen wir so auf, ja, vielleicht kommen wir auf 30.000 Punkte, das wäre cool. Das wäre doch cool. Geht natürlich noch höher. Wir hätten das ja jetzt auch quasi als Endlosspiel weiterspielen können, bis wir es halt nicht mehr schaffen, bis kurz bevor wir tot sind. Ich habe es ja auch gespeichert, man könnte es sogar noch weiterführen an der Stelle. Aber ich glaube, wir haben wirklich viel vom Spiel gesehen. Das hat super viel Spaß gebracht. Wir haben richtig viel erlebt, gesehen. Wir haben so viel Metal geholt, 14.000 Punkte, und sind auf 39.605 Punkte gekommen. Was für ein Score! Cool. Und damit haben wir tatsächlich beide Sandbox-Maps gesehen von Lumencraft. Es gibt noch Adventures. Beim Adventure ist es so, dass wir einfach irgendein Ziel erreichen müssen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass wir da auf uns allein gestellt sind. Und bei den Challenges, nee, bei den Challenges ist es so, das ist quasi so ein Arena-Fight. Und ja, könnte man sich auch mal anschauen. Also die Adventure-Maps und die Challenge-Maps kann man sich auch mal anschauen. Dann gibt es einen Map-Editor, was bedeutet, dass es auch Community-Maps geben wird, die man spielen kann. Man kann auch selber Maps erstellen.
Ich glaube, das werde ich mir alles noch anschauen, aber für den Moment ist Lumencraft damit abgeschlossen. Ich glaube, dass wir wirklich einen super tollen Ersteindruck gesehen haben von Lumencraft. Und wenn du noch mehr sehen willst von mir, dann lass mir gerne ein Abo da. Und wir sehen uns in einem anderen Format. Und vor allem, Lumencraft ist nicht ganz abgeschlagen. Also ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall nochmal wiederkommen werden. Gerade mit so Community Maps und natürlich, das Spiel ist im Early Access. Da kommt noch richtig viel. Gerade die Sandbox-Matches würden mich persönlich halt reizen. Das heißt, wenn nochmal eine Sandbox-Map dazukommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal reinschauen. Für den Moment war es das aber mit Lumencraft. Vielen Dank fürs Zuschauen.